Hallo Leute, am 13.06.2020 heute war Sonja da, wir waren im Melk im Löwenpark und es wird noch nicht nur bei uns umgebaut, die Straße, sondern auch in Melk. Und da mussten wir erstmal einen großen Umweg fahren und wir haben Kaffee getrunken im Café beim Hager und waren dann im Müller und im DM und im New Yorker. Im New Yorker habe ich mir eine Lederjacke gesehen. Die gab es aber nicht in meiner Größe. Wie schon gedacht, ist leider nichts geworden. Aber im DM und im Müller habe ich mir etwas Schminkzeug gekauft, Concealer, eine Palette, zwei Lippenstifte, ja, einen Primer, weil ich verschiedene Primer austesten möchte und da noch nicht den besten gefunden habe. Und ja, das und Feuerzeuge, Müller, weil die ständig bei uns aus sind und man immer eins braucht, wenn der ganze Haushalt raucht. Und dann sind wir nach Hause gekommen, haben wieder einen Kaffee getrunken und Sonja hat gegessen. Also erst Mittag gegessen und dann ging 17:30 Uhr habe ich Abend gegessen. Um 18:30 Uhr ist sie dann nach Hause gefahren. Jetzt bin ich noch bis 20 Uhr vor dem Computer gesessen. Es ist 20:21 Uhr gerade, weil ich mich jetzt jeden Tag daran üben möchte, ein bisschen länger aufzubleiben und nicht immer gleich müde zu werden. Aber ich war schon sehr müde, bis Sonja da war und jetzt bin ich noch müde. Möchte nur schnell das Video abdrehen und dann hochladen und dann schlafen gehen. Oder bald schlafen gehen, noch ein paar YouTube-Videos gucken und dann abschalten. Mir geht's mittelmäßig. Wir machen so einige Aussagen von Sonja, ein bisschen Gedanken und ich mache mir etwas Sorgen, obwohl es wahrscheinlich eh unberechtigt ist. Aber sie denkt oft nicht nach, über was sie redet oder ja, was für Gedanken sie ausspricht. Und das rührt in mir halt auch wieder Themen auf. Und die letzten 3, 4 Tage, seit ich erfahren habe, dass die Ordinationsgehilfin gestorben ist, geht mir nicht so besonders gut. Mir geht's auch nicht richtig schlecht, aber es ist eher so gedämpfte Stimmung. Und ich bin sehr müde. Heute bin ich um 9 aufgestanden, weil ich so Kreuzweh hatte. Und ja, ich bin dann den ganzen Vormittag sehr müde und zu nichts zu gebrauchen und bin auch dann auch fast noch mal im Rollstuhl eingeschlafen, obwohl ich immer was nebenbei gemacht habe. Aber das hat halt nicht ausgereicht. Das Kerstin momentan nicht erreichbar ist, oder?
Nur für Notfälle ist für mich ziemlich schwierig. Am Montag fahre ich eh zu Christoph, also übermorgen. Aber es wäre halt für mich leichter, mit einer Frau zu reden. Über meine Gedanken und so. Und ja, aber bis jetzt hält sich das Ganze noch in Grenzen und ist erträglich. Sonst hätte ich Kerstin schon lange diskutiert, kontaktiert und bräuchte euch keine Sorgen machen. Es geht mir einigermaßen okay. Ich mache mir nur viele Gedanken. Und ja, es gibt sonst nicht viel Neues. Die Tage laufen immer gleich ab. Am Montag kommt Claudia wieder. Auf die freue ich mich schon. Obwohl Montag, Dienstag, Mittwoch wieder sehr anstrengend wird. Aber eigentlich sind es ganz schöne Tage. Obwohl das Wetter nicht so mitspielen soll, aber das werden wir morgen sehen. Morgen ist bei uns Vatertag in Österreich. Und meine Geschwister sind eingeladen zum Grillen. Ich glaube, mein Bruder kommt nicht, aber also mein Drillingsbruder kommt nicht, aber der eine, der andere und der Große kommen schon. Ich glaube, der Kleine muss arbeiten. Aber ich weiß es nicht genau. Und duschen gehen muss ich morgen auch. Heute habe ich mich mit Trockenshampoo drüber gerettet. Aber das sieht halt einfach auch schon nicht mehr gut aus. Und morgen am Abend möchte ich duschen gehen und mich frisch machen für die Woche. Und am Mittwoch kommt sowieso die Volkshilfe wieder. Und ja, das war so im Großen und Ganzen alles, was sich so ergeben hat. Vielleicht schreibe ich heute noch einen Blogartikel, aber ich wüsste noch nicht über was. Vielleicht eine allgemeine Zusammenfassung über meine Gedanken oder so. Schaut auf jeden Fall auf den Blog vorbei, das ist der erste Link in der Infobox unten. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder Tag, wann immer ihr das Video seht. Macht's gut. Ciao. Eure Ines.